Hey Freunde, herzlich willkommen bei Was geht? Ich bin's mal wieder, eure Vero. Und unsere Themen sind diese Woche folgende. Jason Derulo verrät uns eine kleine Schwäche von sich. James Blunt ist auf Tinder unterwegs. Und passend dazu haben wir auch noch eine richtig coole Verlosung für euch. Das und vieles mehr jetzt hier in... Unser Musikvideo der Woche kommt von Robin Schulz mit I Believe I'm Fine. Und ich verstehe das Musikvideo so, dass der einen den anderen als Geisel nimmt, dann die Geisel freiwillig bei ihm bleiben möchte, dann will der eine aber die Geisel wieder loswerden und am Ende geht er doch wieder zu ihm zurück und am Ende sind sie Freunde. Also Happy End. Den Song finden wir auch auf Robin Schulz' kommenden Album Uncovered, was wahrscheinlich am 29. September rauskommt. Wir finden darauf 18 Songs und natürlich auch Shadowlight und auch Okay mit James Blunt. Ich freue mich. Clarkson ist zurück. Ihr erinnert euch doch bestimmt an sie. Sie hat nämlich diese Castingshow American Idol 2002 gewonnen. Das war ja gerade so diese Castingshow-Zeit. Und jetzt hat sie so einige Alben schon veröffentlicht, die übrigens alle in den Top 3 in den USA gelandet sind. Und jetzt hat sie einen neuen Song draußen, Love So Soft. Damit kündigt sie auch gleichzeitig ihr neues Album Meaning of Life an. Erinnert ihr euch jetzt an Kelly Clarkson? Weil das ist ja schon ein großes Ding damals gewesen. Und sie ist eine der wenigen Ausnahmekünstler, die es durch eine Castingshow geschafft hat. Kommen wir jetzt zu unserem Hottie, Jason Derulo. Mit Swalla hat er bereits 5-mal Platin erreicht und das gleiche versucht er jetzt mit seinem neuen Song If I'm Lucky. Und dazu gibt es auch ein richtig cooles Musikvideo und darin tanzt er eigentlich die ganze Zeit nur, auch mit anderen Tänzern. Und die sehen alle so ein bisschen aus, als ob sie aus Walking Dead entkommen sind. Ja? Alle auch so geschminkt und er selber trägt nur Kontaktlinsen. Und auf die Frage hin, warum er nur Kontaktlinsen trägt und nicht geschminkt ist wie ein Zombie, sagt er nur, das Video braucht auch ein bisschen Sex-Appeal. Er hat aber eh schon Probleme mit seinen Kontaktlinsen, weil der Gute hat eine Sehschwäche. Und seine Augen drehen auch immer, wenn er Kontaktlinsen einsetzt und er war so gut wie blind in dem Musikvideo. Stabile Leistung trotzdem. Und ich habe noch eine krasse News für euch. Das kommende Album hat auch einen Titel und zwar 777. Und warum 777? Ja, weil er in seinen Augen schon den Jackpot geknackt hat. Er hat vieles, vieles erreicht und ich freue mich schon mega auf das neue Album. James Blunt macht jetzt gemeinsame Sachen mit der Dating-App Tinder. Ja, zusammen haben sie auf Facebook ein Video hochgeladen, wo James Blunt quasi Profiltipps gibt, also Tinder-Tipps. Er sagt zum Beispiel, dass man keine Gruppenbilder hochladen soll, weil ja keine Sau weiß, wer da gemeint ist. Ne? Und einer hat beim Angeln sich fotografieren lassen und hat einen toten Fisch in der Hand gehabt. Ja, also tote Tiere auf dem Profilbild. Also hat James Blunt recht, finde ich auch nicht so gut. Ja, sein aktueller Song heißt Heartbeat und den finden wir natürlich auf seinem Album The Afterlove. Und ihr habt jetzt die Chance, dieses wunderbare Album von James Blunt zu gewinnen. Ihr müsst einfach nur in die Kommentare schreiben, was euer persönlicher Dating-Tipp ist und gebt dem Video auch noch einen Daumen hoch und dann macht ihr automatisch schon beim Gewinnspiel mit. Und letzte Woche haben wir die Autogrammkarte von Charlie XCX verlost und den Gewinner blende ich euch jetzt hier ein. Ganz genau. Und du melde dich doch bitte bei uns über YouTube. Den Song Boys kennen wir ja mittlerweile alle. Die Rede ist natürlich von Charlie XCX Mega Hit. Und davon gibt es jetzt auch noch eine Akustikversion, die sich wirklich hören lassen kann. Und jetzt hat sich auch noch Jack Antonoff zu Wort gemeldet. Der wurde dann nämlich von ihr persönlich mit Babyöl eingecremt für das Musikvideo Boys. Freunde, ist richtig lustig geworden. Guckt euch auch mal das Originalvideo an. DJ Casely hat sich für seinen zweiten Song vom neuen Album zwei hochkarätige Gäste mit ins Boot geholt, und zwar Kendrick Lamar und Mac Miller. Hört euch den Song unbedingt an, der ist nämlich richtig fresh. Die 5 jungen Herzensbrecher von Why Don't We haben einen neuen Song rausgehauen namens These Girls. Und ja, nach einer Woche haben die Jungs schon fast 8 Millionen Aufrufe auf das Musikvideo. Freunde, ich sag nur, das sind die neuen Backstreet Boys.
Galantis sind mit einem weiteren Track vom neuen Album draußen. Der Song heißt Girls on Boys und das Album erscheint nächste Woche Freitag am 15. September. So Freunde, vergesst nicht bei unserem Gewinnspiel mitzumachen. Wir sehen uns nicht nächste Woche wieder. Wir sehen uns erst in 2 Wochen wieder, denn die Vero geht in den Urlaub. Und bis dahin könnt ihr euch unser neues All About mit den Beatsteaks angucken und unser neues Format Versus. Diesmal mit Jazzen Thompson und Ed Sheeran. Bis in 2 Wochen. Eure Vero. Yeah, sure.